Letzte Woche bin ich auf den noch recht jungen YouTube-Kanal Miss Declare gestoßen. Da ich den Stil von Maike Köster sehr mag, möchte ich ihr jetzt die Bühne überlassen. Maike wird euch in die Welt von Skyrim entführen. Lasst bei ihr und auch gerne bei mir ein kostenloses Abo da. Aber jetzt Bühne frei für Miss Declare. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch meine ersten Erfahrungen vom neuen The Elder Scrolls 5 Skyrim mit auf den Weg geben. Ich habe das Spiel jetzt seit einigen Tagen und auch schon eine Zeit lang im Himmelsrand verbracht und möchte deswegen heute meine Erfahrungen mit euch teilen. Vor allem möchte ich jetzt erstmal auf die grafischen Unterschiede eingehen. Im Hintergrund seht ihr ja ein bisschen Gameplay aus Skyrim. Hier seht ihr jetzt gerade, wie ich durch die Gegend laufe und auch schon unseren ersten Kampf. Wie ihr direkt schon sehen könnt, hat die Vegetation deutlich zugenommen. Es wachsen überall Bäume, Büsche, Gräser, Blumen und verschiedene Dinge. Außerdem sind die Texturen deutlich detailreicher geworden und die Sichtweite ist besser geworden. Außerdem gibt es cinematische Effekte, wie zum Beispiel die Tiefen und Schärfe. Das heißt, wenn ihr auf irgendwas fixiert, dann wird der Hintergrund unscharf, ähnlich wie bei einer Kamera, wenn man da fokussiert. Den größten Unterschied, den ich grafisch festmachen konnte, sind die Unterschiede in Sachen Beleuchtung. Diese sind deutlich besser geworden. So seht ihr abends zum Beispiel oder halt in der Nacht die God Rays super gut und das sieht einfach nur richtig schön aus, wie der ganze Himmel bei Nacht. Ja, wir betreten jetzt gerade die Höhle der Banditen und wollen die Banditen aus dieser Höhle jetzt vertreiben, wie ihr seht. Auch hier in dieser Höhle seht ihr gleich, was auffällig ist. Die Vegetation, überall ranken Pflanzen bzw. Wurzeln aus den Decken. An der Wand sind schöne Moose. Das heißt, die Vegetation ist auch in Höhlen deutlich vermehrt. Ja, wie ihr jetzt hier direkt seht bei unserem ersten Gemetzel, ist die Figuren. Die Figuren sehen immer noch nicht wundervoll aus. Die Figuren erinnern oft eher an Höhlenmännchen oder an sehr zurückgekommene Urahnen von uns. Tut zwar dem Spielspaß keinen Abbruch, aber ist doch etwas traurig. Wichtig ist, dass ihr ab dieser Version Mods offiziell für Konsolen gibt. Diese beziehen sich aber nur auf den Inhalt und sind auch durch den Speicherplatz eurer PlayStation natürlich ein bisschen beschränkt. Ja, mit seinen 30 Frames läuft Skyrim relativ stabil und wie ihr jetzt gerade sehen konntet, gerade in Kämpfen, wenn man Magie oder andere Sachen einsetzt, dann kann es doch immer noch zu Frame Drops kommen. Das ist ein bisschen schade, aber man kann damit leben. Ja, was deutlich schlechter geworden ist, ist der Sound. Im Vorgängermodell war ich relativ begeistert vom Sound, aber jetzt wurde vom unkomprimierten WAV-Format zu einer komprimierten Datei übergegangen, was den Sound halt deutlich einschränkt. Bethesda hat angekündigt, hier nachzuhelfen und aufzubessern und das hoffe ich auch für Bethesda, weil der Sound ist wirklich noch ausarbeitsfähig. Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt auch mitten im Gemetzel, ob das Spiel überhaupt was für euch ist oder wann sich die Investition von knapp 53 Euro lohnt. Meiner Meinung nach lohnt sich die Investition vor allem für die, die früher bei der Urversion nicht alle Add-ons hatten. Das heißt, es gab ja früher als Add-ons einmal Dawnguard, einmal Hearthfire und einmal Dragonborn. Wenn ihr die nicht alle hattet, lohnt sich die Investition auf jeden Fall. Hattet ihr alle Add-ons, dann werdet ihr nur grafisch überrascht werden und das kann sich für euch lohnen oder nicht, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ja, für mich persönlich hat sich das einfach total gelohnt, diese Investition von 53 Euro, denn du bekommst einfach eine echt gute Neuauflage von einem der ziemlich bekanntesten Rollenspiele der vergangenen Konsolengeneration. Ja, und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie ihr denn das neue, beziehungsweise die neue Auflage von Skyrim findet. Findet ihr, die Investition lohnt sich oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Schreibt das doch gerne in die Kommentare.